wenn man eine Frau zu Besuch hat und sie keinen Tanger dabei hat, was machst du dann? Da gibt es eine ganz einfache Lösung. Kaufst du ein leckeres Kaugummi? Was geht? Kurzes Fazit zu Berlin. Waren drei sehr schöne Tage in Berlin. Viel gegessen, ich wurde bekocht. Wir haben ordentlich was gedreht, wir haben trainiert. Und leider bin ich irgendwie wieder krank geworden. Man hört es so ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ich war erst vor 2 oder 3 Wochen war ich erkältet. Ich hoffe, dass es nicht ganz so schlimm wird und dass es nicht so richtig ausbricht. Ich werde mich jetzt erstmal wieder auf den Weg nach Göttingen machen. 3 Stunden Fahrt, gar kein Bock, aber wenigstens scheint die Sonne. Deshalb geht es. Wir haben es jetzt gleich 12. Ich muss Gas geben, ich muss um 16 Uhr arbeiten. Das heißt, ich muss ein bisschen aufs Gas gehen. Gerade beim Nils angekommen. Schon. Da wieder runter. Was geht, Digga? Jetzt müssen wir obligatorisch die Hand aufmachen. Geht's dir gut? Ich kann mich beschweren. Sehr schön. YouTube-Start hat mir auch selbst gefallen, Digga. Ja, danke, gleich Mann. Gleich abonnieren, gleich kommentieren, gleich Top-Comment, Digga. Wie geil ist das denn? Danke, dein Feedback ist mir sehr, sehr wichtig, Mann. Ohne Scheiß. Nee, deshalb bin ich auch da. Ich bin jetzt bei Nils, der wird mir ein bisschen was erklären. Ein bisschen was in meiner Cam und er ist ja erfahrener YouTuber. Ich bin auch froh, dass ich ihn so an meiner Seite habe, beziehungsweise, dass wir aus der gleichen Stadt kommen, dass wir uns so lange schon kennen und er mir immer mal ein paar Tipps geben kann. Schon ganz geil. Kostenlose Tipps von Nils. Ja, gut. Machen wir später. Wir sind jetzt fertig. Nils hat mir mal so eine kurze Einweisung gegeben. Auf jeden Fall danke nochmal, Brother. Ja, gar kein Thema. Ne? Es ist immer echt gut, so jemanden zu haben. Und ich muss mir immer noch angewöhnen, da reinzulabern. Das ist so krass. Man will sich immer oben... Na, guck's mal im Bildschirm. Ja, man will gucken, wie man da oben ausschaut. Ja. Sieht sowieso immer hässlich aus. Von daher... Das ist Maus, wenn man schielt. Ne? Ja, von daher einfach da reinquatschen. Ja, danke für deine Zeit. Kein Thema, ne? Digga. Kein Thema. Mit Nils wird auch noch viel kommen, Leute. Es wird jetzt erstmal ein geiles Schulterworkout abgefilmt. Ja. Werdet ihr zu sehen bekommen. Zeig dir mal ein paar Tricks und Kniffe. Genau, zeigst du mir mal, wie man die Schulter richtig trifft. Sehr, sehr nice. Leute, ich habe es jetzt schon 1000 Mal gesehen, auch immer wieder bei Facebook hat es irgendwer gepostet, wo man einfach 1000 Anfragen von irgendwelchen Nutten kriegt. Das nervt übertrieben. Ich weiß auch nicht, was da los ist, warum da Facebook nichts macht. Zum Beispiel hier, irgendwie schicken dir, machen einen auf, ich will's, was weiß ich. Oh nee, ich glaube, die ist echt. Ups, sorry. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Hier, sowas hier. Guckt euch das mal an. Und gleich steht dann wieder. Die ist auch echt. Scheiße. Ja, immer wenn man es zeigen will. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Mit diesen ganzen Bitches. 1000 Millionen Anfragen von irgendwelchen Nutten. Und dann steht da immer, kommt mich besuchen hier und da und was weiß ich. Ja, auf jeden Fall nervig. Was gibt's Besseres, als im Bett zu essen, wenn man krank ist? Jetzt gibt's erstmal Nudeln mit Spinat, Lachs, Käse überbacken und ordentlich Knoblauch. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich esse auch oft im Bett, wenn ich nicht krank bin. Und für alle, die sich jetzt wieder fragen, hat er das selber gekocht? Natürlich nicht. Was geht? Ich fahre jetzt zum Sport, treffe mich dort mit Momo. Der bekommt dann erstmal ein bisschen Ärger von mir, wegen seiner scheiß CD, die nicht funktioniert hat. Da muss ich lang. Momo, 3,5 Stunden Autofahrt, Radio. Du wirst gleich was von mir zu hören bekommen. Das ist mein Kiosk. Also nicht mein Kiosk, aber... Hier bin ich ganz, ganz, ganz oft mir Süßigkeiten kaufen, abends oder so, wenn ich keinen Bock mehr habe, wegzufahren. Der ist direkt bei mir in der Straße. Nein, das kommt nicht so gut. Aber in letzter Zeit war ich gar nicht so oft da und in der nächsten Zeit werde ich auch nicht hingehen können. Bald geht die Vorbereitung los. Ich habe auch schon die Trainingspläne und meinen Ernährungsplan vom Tobi bekommen. Ja, und da ist auf jeden Fall, ich habe schon mal drüber geschaut, da steht auf jeden Fall nichts von Kiosk drin und Süßigkeiten, das kann ich euch jetzt schon sagen. Mein Lieblingsstudio, das beste Gym überhaupt, Leute. Ich werde mal eine Rundführung machen demnächst und euch mal alles zeigen, was da so alles gibt. Habt ihr bestimmt schon auf Insta gesehen. Mein Second Home.
muss mir mal ein Bett reinstellen, damit ich nicht immer hin und her fahren muss. Aber das wäre es doch, ne? Ein Trainingsplan bzw. ein Ernährungsplan, wo dann so wirklich alle 2-3 Tage steht dann drauf, Kioskbesuch für 2 Euro eine gemischte Tüte. Das wäre mal ein anständiger Ernährungsplan. Ich sollte mal überlegen, ob ich sowas nicht mal einführen sollte. Ich werde mir jetzt mal schnell was gönnen, der braucht bestimmt noch ein bisschen. Ja, erstmal gibt er mir eine CD, die nicht funktioniert, dann kommt er noch zu spät. Da müssen wir mal ganz, ganz andere Seiten aufziehen hier. Also ich werde mir erstmal eine Nagelfokus-Dose reinhauen, Zero. So wirklich der beste Kickstarter, den man morgens haben kann. 160 Milligramm Koffein, Nitroglycerin, ordentlich für den Pump, Bionic Joints, ein Gelenksub. Auf jeden Fall richtig gut für die Gelenke und für die Sehnen. Und ich bin ja momentan noch so ein bisschen erkältet oder wieder erkältet. Habe ich hier von Animal Pack Vitamine. Genau, das sind so meine Vitamine, die ich mir mal reinknalle. Und für alle, die 10% sparen wollen, im gesamten Gigastore auf alle Produkte, mit dem Code BURNER10 spart ihr 10%, Leute. Da ist er. Ja, erstmal die Mädels wieder anbaggern, ne? Da kommt er. Ja, mach gar nicht einen auf Bruder. Ja, ja, guck mal, wie er schleimt. Wie geht's dir, mein Bester? Ah, ja, ja, ja. Wie geht's dir? Ach, ganz gut. Ja, und so dein, wie geht's deinem Gewissen? Es geht. Es tut mir wirklich leid. Ja, du weißt schon, worum es geht, ne? Ja. Du weißt schon. Man in Black. Man in Black. Hier, deine tolle CD. Deine, ach so, gute CD, Mann. R&B, best of R&B. Ich erkläre das nicht ab, was kann ich dafür? Ja, Mann, so ein altes Scheißding, ey. Aber ich hab was für dich. 3,5 Stunden, ey, komm jetzt nicht mit Blumen oder sowas. Ich hab was für dich. Ja, ja, bloß keine Blumen. Ach, wieder eine CD, die nicht funktioniert. Diese CD kannst du okay. Jedem Wagen abspielen, das schwöre ich. Ehrlich jetzt? Oh, warte, zeig mal, ey. Guck dir das an. Hast du ehrlich drauf geschrieben? Mit Liebe gemalt. Junge, die Leute denken, wir haben Verhältnis. Also, hör mal auf. CD, da hab ich mir wirklich Mühe. Hör mal auf mit deinem Herz hin und sowas. Jo, das ist besser als jeder Porno. Aber weißt du. Besser als jeder Porno. Ey, Junge. Aber Prana, weißt du was? Dankeschön. Bitte. Ohne Scheiß, danke, danke. Komm mal her, dafür gibt es auch erstmal eine fette Umarmung. Prana, danke. Ohne Scheiß, ja. Ja, Leute, ne, wenn man ein bisschen rumzickt, bekommt man eine neue CD geschenkt. Bin mal gespannt, was da drauf ist. Ich bin mal gespannt, ob man die wirklich liest auch. Aber ganz ehrlich, das ist auch das Radio gewesen bei mir im Auto. Er hat sich die Mühe gemacht. Warte. Jetzt. Justin Bieber, paar Songs vom Allerfeinsten. Ja, und komm ja nicht mit weiß, Justin Bieber. Du feierst, auch paar Justin Bieber. Hast du mir draufgehauen? Auch Despacito. Baby. Ach, Junge, Junge. Aber guck mal hier, was mein Prahler, mein Bruder, sich extra für Mühe gemacht hat. Bernie's World. Ja, die Herzchen hättest du ruhig weglassen können, Junge. Das ist doch mit Liebe. Ja, ich weiß, aber andere verstehen unsere Liebe nicht. No homo. Was machen wir jetzt, Momo? Arme. Wollen wir Arme machen? Ein bisschen? Ja, hab ich Lust. Wir füllen mal ein bisschen Arme mit für euch. Ja, da hinten grinst schon einer so. Was grinst denn so? Danke, bei dir? Ja. Das, ja, geht so. Das sind meine Mitarbeiter. Richtig, richtig coole Mitarbeiter habe ich hier, Gott sei Dank. Ja, das ist der Finn. Sie dreht sich gar nicht um. Sag doch mal Hallo. Ja, so ist schön. Immer ruhig weiter. Ja, ja, ich nerv immer die Leute. Ich zwinge die dann auch immer mit auf meine Cam zu kommen. Ich bin da knallhart, ich kenne da nichts. Ja. Du, was bist du denn für einer? Will mal ruhig weiter. Will mal ruhig weiter. Er klaut meine ganzen Subs. Also Sachen sind wir mischen uns jetzt. Immer gebraucht, ja? Misch dir jetzt erstmal was an. Ja. Wenn du, das Pumpbooster, nimm den Dings. Wie heißt es hier? Die Dose, nee, die trinke ich, die kriegst du nicht. So, damit Momo auch hier nicht anfängt zu schwächeln. Und damit der Pump auch ordentlich wird, gönnt er sich jetzt erstmal was. Sehr schön. Hau dir dann auch die Vitamintabletten rein. Vitamintabletten? Ja, du siehst aus, würdest du ein paar Vitamine gebrauchen. Immer gespannt. Ja. Und du hast echt auch immer nice Sachen. Und Solarium wäre auch mal wieder nicht schlecht. Dankeschön. Ich liebe dich doch, Bader, weißt du doch. Ich gehe gleich hier nach. Wenn du willst, kannst du mitkommen. Ich komme mit. Ich komme mit. Sonne zu zweit spart Geld und Zeit. Ach ja, Mann, Alter. Ach, du bist schon ein richtig schnücklicher Typ. Hau rein, rühr um da. Hast du keinen Löffel? Jetzt muss ich auch noch einen Löffel holen, ne? Einen Löffel. Hol dir mal einen Löffel.
Ja, richtig breit machen, richtig breit machen. Jetzt stress mal rum ein bisschen an der Theke da vorne. Hau mal auf die Theke, mach mal Stress. Ja, ja. Was hat sie gesagt? Das dauert? Ach ja, siehst du? Ich krieg gleich ein Hausverbot wegen dir. Nein, alles gut, kriegst kein Hausverbot. Das sind Multivitamine. Nein, ich kann sie hinten drauf gucken, ist nur Vitamine. Gerade in der Vorbereitung, wenn die eh. Auf Bernhard Franz. Auf Bernhard Franz. Wenn du in der Vorbereitung bist, Vitaminmangel hast und im Kaloriendefizit bist, ist sowas immer ganz gut. Auf einmal geschluckt. Ja, hast du gut gemacht. Wahnsinn. Guter Schluck. Ne? Guter Schlucker, ja. Los jetzt. Momo ist ja Kampfsportler und er ist ja groß und schnell. Und damit ich dann auch nicht ganz untergehe, dachte ich mir immer, falls es dann doch zur Schlägerei kommt, habe ich mir mal hier was eingepackt. Schön auf die langen Beine, ne? Das sind die richtigen. Tja, auch nochmal auf die Bühne. Ich denke, mein Wettkampf ist am 5.5. Tobi ist mein Vorbereiter. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich Tobi als Vorbereiter habe. Ich habe meine Trainings- und Ernährungspläne habe ich schon bekommen. Am Freitag bin ich wieder in Berlin. Dort werden wir dann nochmal die Trainingspläne und die Ernährungspläne besprechen. Und heute werden wir ein lockeres Arm-Workout machen, noch nicht nach Plan. Kaut man heute so Kaugummi, ja, ne? Ja, wie so eine Schnappe. Hier, nicht immer so irgendwelche Kraftausdrücke. Ne, irgendwo haben wir auch noch eine Vorbildfunktion für die Jüngeren. Und ja, das kann ich so nicht hinnehmen, du Pisser. Und du hast auch eine reale, sag ich mal, Plauze hast du am Start. Offseason, Bruder, immer sagen Offseason. Offseason. Wenn irgendwer was sagt, du hast zugenommen, wenn irgendwer sagt, du hast zugenommen, sagst du Massephase, Offseason. So, Momo, zeig den Leuten nochmal, wenn man eine Frau zu Besuch hat und sie keinen Tanger dabei hat, was machst du dann? Da gibt es eine ganz einfache Lösung. Hauptsächlich ein leckeres Kaugummi. Und dann zaubert er. Zeig mal. Da. Ich kann nicht mehr, Junge, ich kann nicht mehr, ehrlich. Der kommt auf Ideen hier, ne? Kennt ihr die Leute, die einfach im Studio fremde Leute ansprechen? Okay, sie ist jetzt nicht fremd, aber ich habe da gar kein Problem mit. Wenn man alleine ist und man will irgendwie ein Foto machen oder ein cooles Pic von sich, dann spricht man die Leute einfach an. Ich bin da knallhart, ich kenne da nichts. Deshalb muss sie jetzt auch gleich dran glauben. Sie muss uns gleich fotografieren, ja? Ich habe gehört, leicht bekleidete Frauen in den Videos. Es gibt Klicks, also hier für die Notgeilen haben wir nochmal eine schöne Frau. So, und das sind die Jungs, sind Freunde von mir, die im Kraftfeld immer chillen. Anton, die Russen sind heute wieder am Start. Anton. Kein Russe ist am Start. Amir. Ja, den kennt er ja hier. Was geht ab? Was geht ab, Killer? Was geht ab? Alles gut? Hier, das sind die Booster-Suchtis. Jeden Tag, Amir kennt er ja bestimmt. Ich hab keinen Booster getrunken. Nicht? Amir schwächt in letzter Zeit. Bruder, aber nur den hier. Oh, was da los? Direkt Politik, bester Mann, Anton. Abonniert ihn, folgt ihm. Sehr nice. Ja, das sind die Jungs hier im Kraftwerk, richtig coole Jungs. Machen vorm Training haben sie immer so eine kleine Booster-Runde. Ich versuche demnächst mal auch wieder mit dabei zu sein. Obwohl Amir, du weißt, ich bin die übelste Booster-Pussy. Ja, ja. Ich vertrage einfach immer nur einen Scoop und dann komme ich schon nicht mehr klar. Oder auch mal keinen Scoop. Kommt auch mal vor. Sehr geil. Sag mal, Anton, was hast du denn da Schönes gegönnt? Ich hab die beiden auch. Ja, Anton ist ein Styler.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das andere habe ich auch. Beide sind beide richtig geil, ja. Das ist von der Farbe Weihnachtsgeschenke. Bei dir läuft, Junge. Nicht schlecht. Ja, ich habe die beide auch. Größe L war das, ne? Ja, Größe L, ich bin noch nicht so breit. Boah, guck mal, wie er tut. Normalerweise im Winter gehe ich so zweimal die Woche, alle zwei Wochen ins Solarium. Und mein Tipp von mir, für die Leute, die auch ins Solarium gehen, auf jeden Fall nicht so oft gehen, ganz, ganz klar. Und wenn ihr ins Solarium geht, geht vorher mal in die Sauna, macht vorher mal ein Peeling. Da werdet ihr auf jeden Fall richtig, richtig braun und bekommt auch eine Tiefenbräune, die echt lange hält. Ich werde mir jetzt mal 15 Minuten Asitoaster gönnen und hoffe, dass ich da ein bisschen braun bin. Jetzt gibt es erstmal vorm Solarium. So sieht man dann nach dem Solarium aus. Ich weiß gar nicht, ob man einen Unterschied sieht. Aber wie gesagt, das Licht ist einfach brutal.